Die Wilhelm Bauer auf Heimatkurs. Bei der Bredow-Werft im Kaiserhafen ist sie am Morgen ausgedockt worden. Auf dem Weg zurück in den alten Hafen in der Bremerhavener Innenstadt passiert das U-Boot zwei Schleusen und mehrere Klappbrücken. Sowas sieht man auch in der Seestadt nicht jeden Tag. Das Faszinierende ist eben, dass 1, 2, 3, 4, 5 Brücken bewegt werden. Das ist das Nadelöhr hier, diese beiden. Wir müssen ja erstmal durch dann und dann müssen die noch ein bisschen drehen, damit sie wieder unsere Brücke durch die Brücke durch, die Glasbrücke durchkommen. Ne? Ach klar, kleine Jungs finden das immer gut, ne? Finden das spannend. Zwei Schlepper buxieren das U-Boot in den alten Hafen. An Land fiebert Klaus Kriowski vom Museumsverein mit. 600.000 Euro haben sie sich die Werftarbeiten kosten lassen, da will er jetzt keine neuen Beulen sehen. Aber auf den letzten Metern wird es eng, weil das Boot samt Schwimmponton an seinen Liegeplatz geschleppt wird. Der Ponton, der hier dran ist, der ist nicht nur für die Besucher notwendig, dass sie das Boot besuchen können, sondern auch für diese Stabilität des Bootes, weil ja der ganze Ballast ausgebaut wurde, damit das Boot höher kommt, damit man es überhaupt betreten kann. Und diese Breite ist schon, es knirscht hier schon an einigen Stellen. Die Wilhelm Bauer hat nicht nur einen frischen Anstrich bekommen. In der Werft gab es auch neue Luken, Antennen und Torpedorohre. Das Schiff wurde damit in den Originalzustand von 1945 versetzt. Nach rund 3 Stunden hat es seinen Liegeplatz erreicht. Ich bin sehr froh, dass es gleich wieder festgemacht wird und wir ein tolles, frisch renoviertes Boot hier vorzeigen können. Hoffen auch, dass es gut angenommen wird und dass wir auch bald wieder unser Boot öffnen können. Ganz ohne Beule geht es dann doch nicht. Ein Geländer wird beim Festmachen beschädigt. Sobald die Corona-Zahlen in Bremerhaven sinken, können die Besucher wieder an Bord gehen.